Das Hebewerk ist geschlossen. Den Salbker Lesezeichen droht dasselbe Schicksal, denn die Räume wurden gekündigt. Der Bürgerverein Fermersleben, Salbke und Westerhüsen kämpft um den Weiterbestand. Immerhin zählen mittlerweile rund 40.000 Bücher zum Bestand. Wir schauten uns vor Ort um. Wir haben in den letzten Wochen hier des Öfteren Besuch gehabt von Leuten, Versicherungsleuten und anderen Leuten, die praktisch hier die Räume ausgemessen haben, sich das Objekt angeguckt haben, und da stand also irgendwie so ein Verkauf in der Luft, ohne jetzt konkret von der Wobau benannt zu werden. Und auf einmal bekamen wir am jetzt kurz vor Monatsende Juni einen Brief, dass praktisch das Haus von der Wobau an einen griechischen Investor verkauft wurde. Und gut, und praktisch, dass wir jetzt halt die Zahlung einstellen können. Und danach kam ein Brief von der Verwaltungsfirma des neuen Besitzers mit der Kontonummer und so weiter und so fort. Und postwendend kam danach die Kündigung, die der neue Besitzer über einen Anwalt ausgelöst hat. Und jetzt stehen wir halt hier mit unserem Latein und 40.000 Büchern und wissen noch nicht, wohin. Allein schon durch die Nähe zum offenen Lesezeichen, das ja aus dieser Bibliothek hier gespeist wird, eine gewisse nahe Distanz schon unabdingbar ist. Und wir werden hier uns, sage ich mal, als Bürgerverein, haben wir unseren Sitz hier in Salbke-Westerhüsen-Fermersleben, und da sollten unsere Räumlichkeiten also auch schon sein. Nichtsdestotrotz müssen wir ja mal daran erinnern, dass diese Räumlichkeiten natürlich auch zur Belebung des Salbke-Engpasses eigentlich von uns genutzt werden. Das war ja der ursprüngliche Ansatzpunkt, und das kann man natürlich in Buckau auch schlecht machen. Ne? Der Plan B sieht aus, also wir sind jetzt im Moment auf der Suche nach Alternativräumlichkeiten. Wir haben dort verschiedene Angebote, oder wir müssen das prüfen, sage ich mal, ob dafür was in Frage kommt. Wenn jemand hier in der Umgebung noch einen Laden oder, sage ich mal, eine andere Räumlichkeit anzubieten hat, immer her damit. Und der Plan B oder vielleicht auch Plan C dann heißt Einlagerung der Bücher und warten auf bessere Zeiten. Also ich meine, grundsätzlich die Entwicklung ist schon positiv, weil wir haben ja die Kirche, das Lapidarium, das Bürgerhaus, die öffentlichen Sachen sind ja saniert, aber man muss jetzt hier halt die Initialzündung für den Privatbereich, die fehlt halt noch. Ne? Wir sind an und für sich der Initialpunkt hier gewesen. Mit uns ist es in Gange gekommen, mit uns soll es nicht fallen. Dafür kämpfen wir ja hier in Salbke. Das Lapidarium ist in Gange gekommen, das Mehrgenerationshaus ist in Gange gekommen, die Sparkasse konnte nicht wegziehen, weil wir Herrn Geraldi hier rangeholt haben. Wir sind hier ständig irgendwie in Salbke am Ball. Und dass man uns jetzt hier entfernen will, das würde ich mir wie traurig finden. Also dann würde der Stadtteil vielleicht wieder in seinen alten Ursprung zurückfallen, und das möchten wir nicht und das lassen wir auch nicht zu. Stadtplanungsamt zum Beispiel, wir haben ja vor 4 Wochen etwa eine Verkehrskonzeptvorstellung vom Stadtplanungsamt gehabt, und das war eigentlich ein Flop. Da ist nichts passiert in den letzten 5 Jahren, und ich denke, die Stadt ist da auch in der Pflicht, hier endlich mal auch die privaten Eigentümer der Häuser anzuschreiben und mal aufzufordern, hier Ordnung und Sicherheit einkehren zu lassen. Diese Räume werden natürlich nicht nur für die Bücher und den Ausleih der Bücher genutzt, sondern hier gibt es vielfältige Aktivitäten wie Singeverein, Englischkurse. Wir selber machen unsere Vereinssitzungen hier drinnen. Hier ist die Bürgersprechstunde jede Woche Dienstag um 17 Uhr. Und all diese Dinge werden dann ohne Heimat. Und da muss man schon drüber nachdenken. Wir können uns ja nicht auf die Straße stellen. Und die Kinder, die hier malen oder so, die sind dann auch wieder auf der Straße. Wir haben keine Alternativen. Vor allen Dingen wird es ja auch als Begegnungspunkt hier und als, dass sie sich auslassen über das, was hier in Salbke nicht stimmt. Das läuft bei uns dann alles auf und wir geben das dann weiter, beispielsweise an die GWA. Wir sind ja zwei praktisch Vorsitzende von der GWA, Frau Schmidt von Westerhüsen und ich von Fermersleben. Von Salbke hier ist die Frau Borzinski. Und wir sind eigentlich mit dem Stadtteilmanager hier aktiv. Denn die Wellen, die sind recht mächtig hochgeschlagen, auch bei unseren Lesern. Also die
und bei den Leuten hier in Salbke. Wenn ich auf der Straße unterwegs bin, dann werde ich von vielen angesprochen, was denn, ihr müsst raus? Das ist aber schade. Wir würden gerne das sehen, dass das in Salbke bleibt. Inzwischen traf sich der Bürgerverein mit dem neuen Eigentümer, einem Griechen, der bereits mehrere Häuser in Magdeburg besitzt, die er auch saniert hat. Er hat dem Bürgerverein auch angeboten, dass er das Lesezeichen mieten könne. Mittlerweile gibt es auch ein anderes Angebot, das der Verein aber noch prüfen muss. Wir bleiben an der Sache dran.